Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir starten mit einem kleinen Anzeigefehler und da steht der Heilige Schrift des Eises. Ich weiß nicht, ob es jemand gemerkt hat, der in letzter Zeit gezockt hat, aber auf jeden Fall gab es da diesen Anzeigefehler und ja, ich wollte ihn nochmal zeigen, genau. Jetzt habe ich hier gerade für jemanden einen Bogen verzaubert, heißt meine Verzauberungsdienste, die existieren zwar, aber ja, aktuell muss ich wieder sehr viel sammeln. Ich habe sehr viele Anfragen bekommen, was Verzaubern angeht. Hier rennt mir gefühlt hier die Bude ein. Und ja, der Battle Pass macht es mir nicht leichter. Dank des Battle Passes habe ich nicht gar keinen Bock mehr, den 80 Chars zu spenden, weil eben das Ding immer aufploppt jeden Tag. Aber was soll's, werde ich dann eben erledigen müssen. Genau, jetzt hier noch ein Phönix hergestellt, mega nice. Boah, das übliche halt. Hier kriege ich von einem Kollegen 4-2 Schlangendolche. Plus 11. Und ja, was werde ich damit machen? Ich werde versuchen, da jetzt gleich den ritterlichen Setboni drauf zu ballern. Mal gucken, was daraus wird, der ritterliche Setboni. Ich hoffe natürlich, man sieht, ich habe 8 Versuche. Ich hoffe, die 8 reichen aus. Mal gucken. Mal gucken. 30% eigentlich theoretisch nach dem, also der vierte ist, wenn man es quasi, ja, sag ich mal, nach 4 Versuchen sollte es eigentlich drauf sein, aber das Game, man kennt's, jetzt sind schon 4 Versuche vorbei gewesen und es hat nicht gegönnt. Es sind 5 Versuche, 6, 7 und der letzte. Ja, es war der 8. Versuch, das tut natürlich immens weh, wenn man überlegt, das waren eigentlich 8 Versuche, damit hätte man theoretisch auch, sag ich mal, 2 auf dem Patch machen können. Aber ja, 4 Zweierdolche haben jetzt auch die ritterliche Verzauberung. Das ist, sag ich mal, ja, not bad für den Anfang. Genau, jetzt hier werden die natürlich auch zurückgegeben. Ist natürlich nicht meins. Ja, ein paar Rotflammensteine, die kann man immer gerne herstellen, wenn man Hydra farmt, sammeln sich eben die ganzen Perlen an und so muss man eben nur die Energiesplitter holen und ja, man sieht. 3 Stück, die klappen, ja, nicht so wie gewollt, aber ja, und jetzt kommen wir zum Hauptteil des Videos eigentlich. Schlangendolche, let's go, wir wollen die auf 9 sehen. Mal gucken, was daraus wird. Ich habe hier schon mal 4 Tries vorbereitet, mal gucken. Wäre natürlich geil, wenn die jetzt sofort auf 9 klappen würden. Der erste Try war es schon mal nicht, schade, mal gucken, ob es der zweite wird. Aus dem zweiten wurde leider auch nichts, aber der dritte, der ist es bestimmt. 3 ist eine gute Zahl. Ja, was soll ich dazu sagen? 4 Versuche, alle 4 Fail. Nice. Der fünfte aber, komm. Der fünfte Versuch, es ist eine coole Stelle. Hier sind schon einige Waffen fertig geworden, deshalb komm. Der fünfte Versuch, der wird es jetzt. Vielleicht der sechste auf dem Bazar. Ja, der sechste Versuch wurde es leider auch nicht. Und ja, das war natürlich schon schmerzhaft. Aber jetzt erstmal wieder einen magischen besorgen. Mal gucken, dass das wirklich ein magischer ist. Let's go. Kurz ein bisschen was Live-mäßiges drin gelassen. Ich dachte mir, komm, lass ich so drin. Hin und wieder habe ich halt eben auch auf dem, also ich habe eigentlich immer auf dem Discord und hin und wieder gibt es halt hier die ein oder anderen Kommentare und ja, das war auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr schmerzhaft, was bisher so mit den Deutschen passiert ist. Ich muss sagen, ich habe mir sogar für die Dolche sogar Won geliehen von 2 Kollegen. Beide haben es mir angeboten. Vom einen 120 Won und vom anderen 130. Heißt, ich bin sogar für die Dolche in Schulden gegangen. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass sie klappen. Mal gucken, komm, ich war schon, man sieht, ich war schon so am Ende. Ich wollte schon irgendwie alles andere draufziehen auf die Dolche und ja, die Dolche, die wollen einfach nicht. Die wollen einfach nicht. Egal welche Map ich ausprobiere, auch Karma-Zauber, egal was. Ich war echt am Ende und mal gucken.
der Versuch es sein wird. Hier kriege ich sogar eine Nachricht. Ja, ich hatte recht, ich bin da, um zu brechen, deshalb, ja, die Dolche, die wollen einfach nicht. Ich habe schon so viele draufgezogen, magische, draufgezogen. Es gibt's einfach nicht. Also man sieht, ich nehme eigentlich jeden Versuch auf, deshalb, das, was ihr da seht, das ist halt echt schmerzhaft. Und hier jetzt ein paar silberne Königsbeute, gerade dort die Hydra-Truhen haben nicht gegönnt, es waren relativ wenige. Bei den Königsbeuten wollte ich eigentlich einen Teleringer auf dem Ninja haben. Ich hab den ersten geöffnet. Ich habe einen Teleringer bekommen auf meinem Nebenschaf von Snow. Und jetzt wollte ich eigentlich, wenn ein Magischer rauskommt, nice. Aber ich wollte eigentlich nur einen Telering haben. Deshalb mal gucken, was daraus wird. Ja, da wurde auf jeden Fall kein Telering draus. Ziemlich, ziemlich schade. Da war ich natürlich richtig mad drauf, dass ich irgendwie aus der ersten Truhe einen Telering bekomme und danach die weiteren, da kommt aber nichts raus auf einen Char, wo ich eben einen Telering brauche. Aber naja, passiert. Nächster Versuch und komm, let's go. Jetzt klappt's. Safe. Ja, ich muss sagen, es tut weh, da zuzugucken im Nachhinein. Im Nachhinein tut es richtig weh, wenn ich überlege, Alter, da ist schon so viel Herzblut drauf geflossen. Und jetzt sogar, jetzt komm, der Ritu. Extra die Quest gemacht. Let's go, komm. Gönn einfach. Ja, das tut weh. Das ist ein sehr starker Schlag. Komm, der zweite Ritu, komm, Shami. Wenn der Ninja es nicht kann, dann kannst du es vielleicht. Ey, das war's. Das gibt's nicht. Da sind schon so viele Sachen draufgeflossen. Ach, du Heilige. Naja, das ist jetzt quasi jetzt der letzte Part im Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Für mich, das nochmal anzusehen, das tat richtig weh. Aber, ja. Das wünschte keinem, so eine Waffe zu uppen, das ist echt schlimm. Ich hoffe, euch hat's gefallen, man sieht sich beim nächsten Mal wieder, euer Snow Owl. Vielleicht noch ein Ringersoul, nice. Ciao!